Hier Konstantin Raudive. Wir hören jetzt einige Stimmenbeispiele, eine kleine Auswahl aus 60.000 Stimmen. Die hier vorgeführten Beispiele gehören meist zur A-Gruppe. Bitte beachten Sie die Vorbedingungen für richtiges Abhören und die Kommentare zu den Stimmen auf dieser Platte. Jede Stimme wird viermal wiederholt. Achtung, jetzt hören wir die erste Mikrofonstimme, die ich am 17. Juli 1965 am Genfersee aufgenommen habe. Ich sage lettisch, Jums jābūt ar mani, das heißt, ihr müsst doch mit mir sein. Eine Stimme entgegnet lettisch, paresi tabus, deutsch, so ist es richtig. Bitte aufpassen. Eine Mikrofonstimme. Der Experimentator sagt, den Geschehnissen nach dem Tode kann weder unser Verstehen noch unsere höhere Intuition oder Urteilskraft folgen. Stimme, er kann. Aufpassen. Unsere höhere Intuition oder Urteilskraft folgen. Er kann. Eine weitere Stimme. Dwa mit dwa. Nichts. Es ist Russisch, Schwedisch und Deutsch und heißt zweimal zwei nichts. Bitte aufpassen. Eben da, te viva, es ist lettisch, spanisch und heißt, hier lebt man. Eine Mikrofonstimme, bon nat, es ist französisch und schwedisch und heißt, gute Nacht, aufpassen. Eine Mikrofonstimme. Jundal kan gå själv på vetsapot bindu han an der Mordbett. Der Satz besteht aus fünf Sprachen und heißt Jundal kann selbst gehen, o alter Topf, binde ihn ans Totenbett. Aufpassen. I'm going to go to the next one.
Meine Tochter spielt unseren jenseitigen Freunden ein Musikstück auf der Gitarre vor. Postwendend antwortet eine Stimme: Hat uns bekommen.
Einspielung bezieht sich auf den Streit des Berliner Philharmonischen Orchesters mit ihrem Chef Herbert von Karajan. Ich spreche zu meinen hinübergewechselten Kollegen und sage, dass ich nicht begreifen kann, dass Herr von Karajan so böse mit unserem Orchester ist. Eine männliche Stimme erwidert mir: Karajan, klug. Hier Konstantin Raubibe. Wir hören jetzt einige Stimmenbeispiele, eine kleine Auswahl aus 60.000 Stimmen. Hier vorgeführten Beispiele gehören meist zur A-Gruppe. Bitte beachten Sie die Vorbedingungen für richtiges Abhören und die Kommentare zu den Stimmen auf dieser Platte. Jede Stimme wird viermal wiederholt. Achtung, jetzt hören Sie die erste Klavierstimme, die am 10. Juli 65 am Lippersee aufgenommen hat. Ich sage lediglich, Jungs, ja, Armani. Das heißt, ihr müsst doch mit mir sein. Eine Stimme entgegnet sich bei Tabus. Deutsch, so ist es richtig. Bitte aufpassen. Wieder unser Verstehen, doch unsere Türen fliegen.
Grüße meinen 1947 verstorbenen Professor Fritz Fleming. Eine Männerstimme spricht darauf die Worte: Hier nicht, end. Ich stelle im Namen von Astrid einige Fragen an die Jenseitigen. Wir hören eine hallige Frauenstimme singen. Astrid fragt da.
Am 16.11.1982 sage ich zu Felix Mendelssohn Bartholdy, dass er nach so langer Zeit nicht mehr viel Interesse an der Verbindung mit mir habe. Eine Männerstimme singt gleich darauf: Viel, viele. Hier Konstantin Raudive. Ja, gut, Hartmann. Mikrofon. Er kann. Mikrofon. Deutsch, Schwedisch, Englisch und Spanisch. Mikrofon. Hallo. Hallo. Konstantin. Hallo. Schokolade. Ja, Schokolade-Experiment. Mikrofon-Experiment. Ich sage, dass es durch die viele Popmusik im Radio unmöglich ist, ein Gespräch zu führen. Eine Männerstimme antwortet mir: Das sag ich ja. Thank you.
so allein? Hallo, hallo. Ich frage meinen 1947 hinübergegangenen Professor Fritz Fleming, ob ich mit meiner Pensionierung warten soll, bis ich 65 Jahre alt bin. Eine Männerstimme spricht diesen langen Satz mit belehrender Stimme. Da vergisst du Sondergebiet. Geh hoch zu die dauernd Fragen, dass du in mir glücklich so war. Thank you.
Wieder einmal frage ich meine jenseitigen Freunde, wo meine Tochter, die in Wien ihre Doktorarbeit über den 1856 verstorbenen Gitarrenkomponisten Kaspar Merz schreibt, noch Manuskripte finden kann. Wir hören eine Frauenstimme singen, in Wien durchsehen. Stopp. Jag skulle ju upp högst objektivt.
ge se till känna och se något till oss. Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna. Ich frage meinen Kollegen Alfred Bürkner, ob er drüben in einem Orchester mitspielt. Eine Stimme ruft: Ouvertüre jetzt noch weniger. Worte. Hier nicht end.
Konstantin Raudive. Konstantin Raudive. Konstantin Raudive. Ich spreche meinen Schutzgeist an und bitte ihn, mir zu helfen und beizustehen. Eine Frauenstimme erwidert mir: Wir sehen Probleme. Mir zu helfen, mir beizustehen, in allen, mit allen Dingen.
Nachdem Santa Maurina von Seance entfernt hat, hört man Stimmengespräch. Erste Stimme. Ja, Vine Gribe iet. Das ist lettisch und heißt, ja, sie wollte gehen. Aufpassen. Zweite erklärt, sova will, es ist schwedisch und heißt, schlafen will, aufpassen. Eine Radiostimme. Tuomer nakti geisser gratis, jei bogu, voldis, kadikis. Es ist lettisch und russisch und heißt, dennoch ist in der Nacht die Luft gratis, bei Gott, voldis, kadikis. Bitte aufpassen. Eine Mikrofonstimme. Guten Abend, Medei. I wish your baby wine. Es ist Deutsch, Schwedisch, Englisch und Spanisch und heißt Guten Abend mit dir. Ich wünsche deinen Wein zu trinken. Aufpassen. Stimmenwesenheiten verfügen über eigene Fahrzeuge, zum Beispiel, wir haben Susa Bussi. Aufpassen. Ein Vater redet seinen verstorbenen Sohn an. Eine Kinderstimme gegnet Täti Anruf. Es ist lettisch und heißt Vater ruf an. Bitte aufpassen. Eine Mikrofonstimme. Ja. Ich übernehme mit vielem Dank. Aufpassen. Der Spiegel übernehme die Leitung. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Eine weitere Stimme. Wir suchen Kontakt. Aufpassen. Eine Mikrofonstimme der Experimentators. Hallo, hallo. Stimme, gute Nacht, till önskan. Es ist Deutsch und Schwedisch und heißt gute Nacht, wünschen wir. Aufpassen. Hallo, hallo. Santa Maurina redet Clara Haskell an. Eine Stimme erklärt, bei Haskell schlimm abgebrochen. Bitte aufpassen. Schlimm abgebrochen.
Eine Radiostimme City ad Mortis. Bitte aufpassen. Eine Mikrofonstimme. Der Experimentator redet Margarete an. Stimme. Du fahr direkt til Konstantin. Deutsch, fahre du direkt zu Konstantin. Aufpassen. Weiter sagt der Experimentator, sie sei es, die sein Herz am tiefsten gerührt habe. Eine Stimme fragt, weiter wird Schokolade für Flicka. Uto Kalngala Teppi. Es ist lettisch schwedisch und heißt, hast du Schokolade für das Mädchen, das du auf die Bergspitze schlepptest? Aufpassen. Eine Radiostimme. Ja, Brutu sprechen. Es ist Russisch, Letgalisch und Deutsch und heißt, ich verstehe zu sprechen. Aufpassen. Stimme, du nützt die Sachei, jetzt müde, aufpassen. Nächste Mikrofonstimme, Experimentator, danke, Stimme, Aititi, never. Es ist Englisch und Schwedisch und heißt, ich werde nie sehen, aufpassen. Danke. Weitere Stimme. Akti du Margel Wickland, aufpassen. Eine Radiostimme, Bau, Autore Reiter, du nimmst sie. Es ist deutsch und lettisch und heißt, Bau, die Autoren senden, du willst nicht sterben. Aufpassen. Weiter eine Mikrofonstimme. Der Experimentator redet Fjodor Stepun an. Eine Stimme. Nächste Liebe sage dir. Aufpassen. Stimme de Garcia Lorca Sture. Es ist lettisch und heißt hier stört Garcia Lorca. Aufpassen. Wenn es ist möglich, seid mit mir und helfet mir. Eine Mikrofonstimme. Frau Brunhild Konieczny redet ihre Verwandten an. Eine Stimme. Brunhild, wie bete. Es ist schwedisch und heißt Brunhild. Wir beten. Aufpassen.
sich Aeline. Bitte aufpassen. Warte, eine Radiostimme. Patin, Eislusat Co. Es ist Lettisch und heißt Patin. Bitte für mich bei Co, respektive Konstantin, aufpassen. Eine Mikrofonstimme, der Experimentator. Auf dem Band manifestiert sich nicht das unbewusste Stimme. Seelische Land, aufpassen. Die seelische Land.